Was gute und ansteckende Inhalte ausmacht, wurde schon seit 1922 untersucht, und zwar in der Nachrichtenwerttheorie. Von dort aus ging es dann weiter über Radio, TV, Internet bis in die sozialen Medien von heute. Ich wurde von einem Follower auf eine Studie hingewiesen, die untersucht hat, welche Inhalte 2017 besonders viral waren. Und diese Studie hat dann untersucht, welche Faktoren dazu geführt haben, dass die Inhalte gerade so ansteckend waren. Kommen wir zur wissenschaftlichen Seite. Wir benutzen heute die wissenschaftliche Methode, die sich seit dem 17. Jahrhundert entwickelt hat und über bestimmte Schritte dazu führt, dass wir neue Erkenntnisse gewinnen können. Daraus kann man dann natürlich auch wieder Faktoren ableiten, die besonders gutes wissenschaftliches Arbeiten auszeichnen. Und dann versteht man vielleicht auch, warum Inhalte, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, auf sozialen Medien nicht wirklich funktionieren. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Und zwar werde ich immer ein Beispiel nehmen, was ihr eingereicht habt, danke dafür nochmal, und das dann gegenüberstellen mit den Faktoren, die auf sozialen Medien wirksam sind. Und vielleicht erkennt man dann, wie es möglich ist, wissenschaftliche Inhalte gut zu verpacken. Als erstes wurde kurz gesagt eingereicht, und das ist auch mein persönliches Lieblingsbeispiel. Und zwar schaffen die es, durch visuell ansprechende Inhalte und emotional anregende Verpackung wirklich großartig zu kommunizieren. Auch ich mag die Videos von Mighty, deswegen bin ich froh, dass auch das vorgeschlagen wurde. Und zwar finde ich, Mighty schafft es unglaublich authentisch und direkt zu sein und dadurch quasi das Stereotyp eines normalen Forschenden zu brechen. Drittes möchte ich Quarks erwähnen. Und zwar nicht nur hier auf Instagram, sondern auch überall sonst im Fernsehen und die Webseite und alles. Und zwar finde ich hier besonders gut, dass es einen sehr aktiven Dialog gibt und eine große Themenvielfalt. Zusammengefasst heißt das also, wenn man schafft, die Inhalte interessant, emotional und ansprechend zu verpacken, dann kann man auch Wissenschaft erfolgreich auf sozialen Medien kommunizieren. Problem ist, es ist ein sehr feiner Grat, der viel Erfahrung und Mühe erfordert. Und deswegen ist es wichtig, Anreize zu schaffen für Forschende und für KommunikatorInnen zu kommunizieren. Deswegen unterstützt Leute, die sich die Mühe machen, solche Inhalte zu produzieren. Teilt die Inhalte, interagiert mit den Leuten, unterstützt Leute, die forschen und kommunizieren. Es ist wirklich wichtig.